Rautlitz, ich möchte gerne mit einigen Fragen Ihrer bisher wenig bekannten und dokumentierten Zeit vor und während des Studiums an der Leipziger Hochschule nachspüren. Beginnen wir vielleicht unser Interview mit Ihren künstlerischen Anfängen in Potsdam. Sie haben mit mehreren Freunden Abrisshäuser besetzt und Aktfotografie inszeniert. Was war der Auslöser für die Aktion? Eigentlich war der Auslöser eine Suspendierung vom pädagogischen Dienst. Ich hatte von 80 bis 83 ein Heimerzieherstudium absolviert und war dann als Heimleiter in Mikroelektronik Stahnsdorf tätig. Dort habe ich eine Galerie aufgebaut, mehrere Ausstellungen gemacht und eine Ausstellung wurde mir zum Verhängnis. Das waren durchaus gesellschaftskritische Fotos. Und nach 3 Tagen war die Staatssicherheit da, die Ausstellung wurde abgehangen und ich war mein Job los. Danach war ich 1,5 Jahre arbeitslos und in dieser Zeit habe ich nach Ausdrucksmedien gesucht. Und ich hatte in diesem Heimatzieherstudium schon einen Fotokurs belegt, in diesem Lehrlingswohnheim auch eine AG Foto gemacht, also mit Lehrlingen fotografisch gearbeitet. Und dann habe ich mich intensiver mit Fotografie beschäftigt und habe mit Freunden Akte inszeniert in Abrisshäusern, also zwischenmenschliche Situationen oder vielleicht Personen, die sich gegen etwas auflehnen. Mit diesen Fotos habe ich mich dann in Leipzig beworben und ich wurde angenommen an der Hochschule für Grafik und Buchkunst. Im Herbst 89 haben Sie in Potsdam eine erste unabhängige Kunstfabrik gegründet, in der Hermann-Elflein-Straße 10, und haben dort ja auch Ausstellungen gemacht, Projekte realisiert. Wie ging das da vonstatten und was war der Grund auch für diese Gründung? Na, ich habe das natürlich nicht allein gemacht, sondern anfänglich mit Steffen Mühle. Also wir haben zusammen studiert in Leipzig und das war die Zeit, als in Leipzig viel los war, montags, die Montagsdemos. Wir waren dabei, wir waren in der Aufbruchsstimmung, haben fotografiert und wollten natürlich auch diese Arbeiten irgendwo in die Öffentlichkeit bringen, also eine gewisse Nachhaltigkeit verleihen. Zumal auch der zensierte Kunstbetrieb, also da wollte man was gegensetzen. Und dann dachten wir, wir können doch mal versuchen, irgendwie vielleicht eine Galerie zu eröffnen, sind dann auf die Suche gegangen. In der zweiten barocken Stadterweiterung, wie Sie sagten, fanden wir dieses alte Brauereigebäude, haben das dann besetzt. Und das war übrigens mein erstes Haus, was ich besetzt hatte. In den anderen habe ich nur fotografiert, entkernt und haben da, die erste Ausstellung war, glaube ich, Anfang November, die hieß Gurken ins Blaulicht, also durchaus ein ironisch gemeinter Titel, der als Flyer lange Zeit über der Brandenburger Straße hing, also viel länger als die Ausstellung eigentlich, was schön war und eigentlich wusste auch jeder, was damit gemeint ist. Das waren Fotos von verschiedenen Fotografen, die also auf den Montagsdemos und in Berlin auf den Demos auch in Potsdam fotografierten. Die wurden da gezeigt und das hat sich als durchaus gutes Projekt erwiesen. Später kam Wolfgang Frederik dazu, auch noch andere. Und wir haben also mehrere Jahre Ausstellungen gemacht, Lesungen. Ich weiß, zur ersten Ausstellung spielte sensationellerweise eine russische Militärkapelle hier aus der Roten Kaserne. Und Schauspieler lasen Erlebnisprotokolle von den vom 7. bis 10. Oktober Verhafteten hier in Potsdam. Also das war durchaus, waren spannende Zeiten. Und wie hat die Potsdamer Öffentlichkeit reagiert? Haben Sie da gleich viele Kulturinteressierte ansprechen können mit Ihrer Arbeit? Ja, das war toll. Also man hat ja förmlich gedürstet nach solchen Äußerungen oder so, die jetzt nicht nur dem staatlichen oder dem Staat etwas entgegensetzen konnten. Wir waren ja alle irgendwie schon in einer Situation, wo etwas passierte, wo man spürte, es verändert sich was. Und diese erste Ausstellung, es gab ja keinen Strom, keine Heizung, es war November, es war, ich glaube, auch ein kalter Herbst, es war eiskalt in diesem Bau. Wir hatten die Fotos auf Glasscheiben aufgeklebt, die nassen Fotos und die Leute, also es gab so Einladungskarten, ziemlich breit verschickt, gebeten, Kerzen mitzubringen. Und dann standen unendlich viele Kerzen in dieser Galerie an den Wänden. Und das Haus war voll
und durch die Wärme der Kerzen knisterten die Fotos, weil die sich spannten irgendwo. Das war irgendwie eine unheimlich tolle Atmosphäre. Das war fast wie ein Happening. Ja, kann man so sagen. Also, ja, war großartig. Und der Standort existiert noch heute? Der existiert noch heute, was ja, was uns doch irgendwie stolz macht, ist jetzt das Kunstwerk, nicht mehr die erste unabhängige Kunstfabrik, aber ist als alternativer Kulturstandort noch, muss man ja sagen, in der Innenstadt, in der teuren barocken Innenstadt noch existent. Kommen wir vielleicht zu Ihrem Studium in Leipzig und auch zu der Frühphase. Da gibt es ja so eine ganz eindrucksvolle Serie der Wäscherin. Also ich fand es bei der Betrachtung ja, ganz berührend. Sie haben sich ja durchaus mit einem sehr sozialkritischen Blick auf die Arbeit der Wäscherin in der chemischen Reinigung konzentriert. Mhm. Damit ja auch sehr stark so im Stil ja auch der Leipziger Schule und der fotografischen Ausrichtung geprägt durch Arno Fischer, dieser Ausrichtung ja auch Themen bedient. Wie kam es zu der Serie und was war die Intention der Serie und sahen Sie sich mit Ihrer Arbeit auch im Stil und in der Ausrichtung der Leipziger Schule? Ja, natürlich. Diese Serie entstand im zweiten Studienjahr, also ich war noch nicht in die Fachklasse von Arno Fischer aufgenommen. Aber ich hatte das Bedürfnis, neben den Studienaufgaben, das war das Porträtstudienjahr, auch irgendeine freie Arbeit zu realisieren. Und dort, wo ich wohnte, gab es eben diese chemische Färberei und Reinigung. Und da bin ich einfach mal hin und habe gefragt, ob das möglich ist. Und zunächst sollte ich die Brigadeleiterin fotografieren, also wahrscheinlich ne, die Vorbildperson da im Betrieb, worauf ich einwilligte, aber ich bin dann mehrere Wochen da geblieben und habe mich eigentlich an dem ganzen Produktionsprozess beteiligt, habe mich interessiert, bin früh zum Schichtbeginn erschienen und nicht irgendwann, habe Frühstück mit ihnen gemacht, Mittag mit ihnen gemacht. Wir haben uns unterhalten und so war es plötzlich ein großes Vertrauen und ich konnte eigentlich alle Mitarbeiterinnen oder Arbeiterinnen in diesem Betrieb fotografieren. Das ist vielleicht auch eine Erkenntnis, die sich durch alle meine Projekte zieht. Also dieses Anteilnehmen an der Lebenssituation, nicht nur das Anteilnehmen, sondern sich selbst aussetzen in diese jeweilige Lebenssituation, erschafft einerseits Vertrauen und natürlich ist es auch eine Möglichkeit, viel mehr zu erfahren und sowas lädt meiner Meinung nach auch das Bild auf. Ja, ich habe dann diese Porträts unter sehr einfachen Bedingungen gemacht. Fotolampe, weißer Aufheller, Leintuch, Pentacon 6, 6x6 Kamera. Und dann war es gut. Ich habe das dann gemacht und dann verschwanden die im Grafikschrank. Und das war eine Studienarbeit. Irgendwie ist die aus meinem Fokus, aus meinem Blickfeld entglitten. Dann habe ich mir die angeguckt, habe die wieder rausgekramt, die ganz unten lagen, habe die geöffnet und plötzlich war ich fasziniert von diesen Gesichtern. Und da habe ich was Erneutes begriffen, dass die Zeit Fotografie auflädt. Also dass man eigentlich nichts tun muss, aber nach einem gewissen Abstand reift die Fotografie. Und da meine ich nicht das fotografische Können, weil ich war Student, ich war kein ausformulierter Fotograf, aber dass nichts mit den Bildern passiert ist, aber die Wirkung sicherlich durch Kleidung, aber nicht nur durch Frisuren und diese Blusen oder Kittel, sondern auch diese Blicke, die sich so verändern. Und das war enorm. Und dann hingen die in der Akademie der Künste zu Berlin. Großartig. Mhm.